Sie haben zwischen die Hände ist etwas unikat. Heute probieren wir l'indiscrétion bei Catherine Gourmet. Dieser Wein gehört zu dem Château Rombaut. Wir sind in ganz Südfrankreich, fast in Spanien, neben das Mittelmeer, neben das Pyrénées. Und wir sind in die französische Catalogne. Was wir werden probieren, das ist ein Weißwein, ein bisschen besonders, weil das war die Händeschulprojekt von einer sehr guten Freundin von mir, Catherine Gourmet. Catherine ist letztes Jahr Önologin geworden. Und wenn wir machen unser Studium von Önologie, am Ende müssen wir ein Projekt anbauen und selbst einen Wein machen. Und dieses Projekt war l'indiscrétion für Catherine Gourmet. Was ist super lustig, das ist das Etikett. Weil wenn Sie gucken in dem Schlüsselloch, gibt es eine nackte Frau im Hintergrund. Dieser Wein ist etwas ein bisschen besonders, weil wenn wir riechen, das riecht extrem aromatisch, extrem fast halbtrocken, muss ich sagen, exotisch. Und wir denken, wir werden einen Wein total fast süß im Mund. Aber nein, der Wein hat eine unglaublich schöne Frische. Und der Wein wird absolut nicht zu süß oder zu fruchtig. Der Wein bleibt trocken im Mund, er bleibt lang, er bleibt fruchtig, aber nicht zu viel, frisch, aber nicht zu viel. Er ist extrem gut gemacht. Und dazu etwas Beispiel indische Küche oder etwas ein bisschen gegrillt Ziegenkäse. Ziegenkäse mit Honig, das wird absolut perfekt sein. Catherine Gourmet hat nur ein paar tausend Flaschen produziert, das ist absolut gar nichts. So, ich bin sehr stolz zu das präsentieren in unserem ersten Glu-Glu-Box. Viel Spaß mit l'indiscrétion, viel Spaß mit dieser super Wein. Was macht Papa als Beruf? Der kauft Wein.